Voilà. Eure Gnaden, nun, da Bartholomew gefunden wurde, würden Sie... Um meine Dankbarkeit zu beweisen, werde ich Ihre Fragen beantworten. Noch mehr Fragen? Warum überrascht mich das nicht? Ich hoffe, dass dies von einer neugierigen Natur herrührt, nicht von einer Anschuldigung. Ich besuchte eine Treuhändersitzung, auf der wir versuchten, endlich eine Entscheidung zu diesem Mädchen zu treffen. Sie meinen Mademoiselle Vorbeck? Wen sonst? Sie ruiniert das Museum. Und nach dem Treffen? Ich kehrte zur Kirche zurück, um mich auf das Nachtgebet vorzubereiten. Auch wenn ich glaube, dass ich nicht allein war. Sie glauben? Ich hatte das Gefühl, dass mir jemand vom Museum gefolgt war. Ich sah die Person nicht, aber ich weiß, was ich gefühlt habe. Nur vom Hörensagen schien ein wenig fragwürdig. Wollen Sie mir verraten, was all diese Fragen sollen? Mademoiselle Kurzmeid wurde letzte Nacht ermordet. Wenn Sie schon solche Nachrichten überbringen, sollten Sie vielleicht erwägen, dies etwas zivilisierter zu tun. Wie ist diese junge Dame gestorben? Es gab ein Feuer in ihrem Appartement, aber nicht die Flammen nahmen ihr das Leben, sondern Gift. Brandstiftung und Gift? Was ist nur aus dieser Welt geworden? Bischof Montjoy behauptet, er habe Mademoiselle Kurzmeid kaum gekannt. Aber er zeigt ein Mitgefühl, das ich nicht erwartet hätte. Vielleicht habe ich sein schroffes Getue falsch eingeschätzt. Gefunden? Wirklich? Dem Himmel sei Dank! Der Herr hat erneut seinen Willen gezeigt. Ich kann nur annehmen, dass seine verzögerte Freude von Überraschung herrührt. Leider muss ich seine Urstimmung in Enttäuschung verwandeln. Wenn Eure Gnaden mir erlauben würden, auszureden. Eine Fälschung davon wurde gefunden in Mademoiselle Kurzmeids Appartement. Aber sie wurde im Feuer zerstört. Oh, dann war sie also die ganze Zeit unsere Diebin? Also das ist... eine Fälschung? Sie fertigte eine Kopie davon an? Es scheint so. Ich werde heute Abend eine Kerze für sie anzünden. Aber das wird ihr keine Erlösung davon gewähren, wofür sie sich vor unserem Herrn kniend verantworten muss.
Was brauchen Sie? Was kann ich für Sie tun? Was brauchen Sie? Was kann ich für Sie tun? Sie waren äußerst hilfreich. Was brauchen Sie? Was kann... Sie waren äußerst... Es scheint, sie hat wirklich die Wahrheit gesagt. Darüber, dass sie den Brief schrieb, ui. Aber wir können nicht sicher sein, wo dieser geschrieben wurde. Was ist all das andere? Ich glaube nicht, dass es aus dem Brief an ihren Vater stammt. Ach, wie es scheint, sind wir über die Namen und Adressen aller Gäste der Gala gestolpert. Auch wenn nicht alle lesbar sind. Wir haben alle Informationen von den Gästen der Gala gesammelt. Alle, bis auf... Bettys Ehemann, Mr. Christiansen. Ui. Wir besitzen nun seine Adresse, wo er sich zweifellos wie ein verängstigter Junge versteckt, der seines Lehrers Rute fürchtet.